Auf dem Weg zum Flohmarkt sehen wir ein Flugzeug. Bitte nochmal zurück. Was ist das? Flugzeug geöffnet. Willkommen beim Alliiertenmuseum. Das müssen wir uns anschauen. Das Alliiertenmuseum in Berlin dokumentiert das Engagement und die Rolle der Westalliierten in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin in der Zeit von 1945 bis 1994 und deren Beitrag zur Freiheit Berlins. Der Nachbarschaftsfest. Ui. Ui. Steht hier? Amerikanische Sprengbombe, britische Sprengbombe, deutsche Sprengbombe. Erbeutet und über Berlin abgeworfen. Ist ganz schön schwer sowas, ne? Was gibt's denn hier drin? Die Alliierten. Zu ihnen zählten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs USA, Großbritannien und Frankreich, auch die Westmächte genannt. Uiuiui. Uiuiui. Die im Ost-West-Konflikt gegen die Sowjetunion standen. Das Museum wurde 1998 im Beisein von Bundeskanzler Helmut Kohl eröffnet. Es befindet sich im ehemaligen US-Soldatenkino. Schwerpunktmäßig geht es hier um die Zeit von Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Luftbrücke 48 bis 49. Französisches, britisches. Gezeigt werden unter anderem Landkarten von Berlin mit der geplanten Sektoraufteilung, Bilder des Einmarsches in Berlin, Uniformen, historische Schilder, erster Berliner Tageszeitungen, Unterlagen zur Entnazifizierung und Care-Pakete. It's just another sweetheart day and just another time to say those little ones you love to hear that tell you how much I love you, dear. I also love to say them too. To someone very sweet like you. Im Freigelände, wo wir uns jetzt befinden, werden die größeren Objekte gezeigt. Beispielsweise ein britisches Transportflugzeug vom Typ Handley Page Hastings. Hier, das ist ein Wachturm. Komm mal mit, wir gehen mal auch angucken. Wieder mit meinem Bau an. So, wir gucken jetzt mal den Wachturm. Hier schauen wir direkt in den Grenzkontrollturm der DDR. Sogar mit Filmvorführung. Da war der Film. Eine Mauer. Hä? Ich glaube, ich muss mit. Ich will ja auch rein. Ich glaube, da sind wir dabei, oder? Da ist gerade eine Führung, müssen wir kurz warten, aber dann können wir auch rein. Jetzt gehen wir hoch. Den Zug da vorne kann man auch angucken. Hier sind wir in diesem britischen Transportflugzeug vom Typ Hartley Page Hastings T.MK.5. Sind das Tische oder Stühle? Stühle! Das ist ja nur für die Führung hier. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wann? Wann ist nicht richtig? Da sorgt einer dafür, dass es hier warm bleibt. Erinnert mich an die Lady Agnes. Allerdings war die Lady Agnes kein Transport, sondern ein Passagierflugzeug. Ich glaube, Lady Agnes ist etwas größer. Hier ist eine brühende Hitze, ich würde mal sagen an die 38 Grad plus. Bitte. Ja, da drüben gibt es noch einen Zug, den kann man sich auch angucken. Hier ist übrigens der Flyer dazu.
unser Museum. Hier handelt es sich allerdings um einen Flyer von Gato. Auf dem Gelände werden über 200 Flugzeuge sowie auch Hubschrauber ausgestellt. Wollen wir die Flugzeuge? Dankeschön. Ja, super, dann haben wir ja nächstes Ausflugsziel. Die Hadley Page war ein viermotoriges Transportflugzeug der britischen Hadley Page Aircraft Company. Der Tiefdecker mit einziehbarem Spornradfahrwerk und Druckkabine war zu ihrer Zeit das größte speziell für die Royal Air Force konstruierte Transportflugzeug und löste die Avro York als Standard-Langstreckentransporter ab. Also einen Zug kann man doch nur im Falle einer Führung. Das Gebäude der Nicholson Gedenkbibliothek beherbergt den zweiten Teil der Dauerausstellung. Hier stehen das Alltagsleben in den amerikanischen, britischen und französischen Garnisonen sowie die Situation während des Kalten Kriegs im Vordergrund. Zum einem der beeindruckendsten Exponate gehört das restaurierte Segment des bekannten Spionagetunnels, der Anfang der 1950er Jahre vom amerikanischen und britischen Nachrichtendienst zwischen West- und Ostberlin gebaut wurde, um die sowjetischen Kommunikationslinien anzuzapfen. Hier sieht man einen Eisenbahnwaggon eines französischen Militärzuges. Leider kann er aktuell nur aufgrund einer Führung besichtigt werden. Und hier ist das letzte Wachhäuschen vom Kontrollpunkt Checkpoint Charlie. Zum Abschied noch einmal unter dem Flugzeug durch und Richtung Ausgang. Das war ein richtig toller, uneingeplanter Ausflug.